Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Need for Speed Pro Street. So, wir sind hier in Mondello Park und genau, der Typ gerade im Hintergrund hat schon gesagt, wir müssten angefeuert werden und zwar bei den Driftrennen, denn da hatten wir irgendwie noch so ein bisschen Valenzen nach oben offen. Ich weiß nicht, wo er das letzte Mal war, aber ich bin der Meinung, wir haben das einigermaßen gut gemeistert. So, erstmal ein Schlückchen Tee zugunsten des Abends und dann geht's auch schon los. Ah, herrlich. Okay, Ryan Cooper mit unserem 240 SX leicht getuned, wenn ihr euch erinnert, am letzten Part. Leicht getuned, jetzt wieder unterwegs, mal gucken, ob wir diese unbändigbare Gewalt jetzt hier auf der Straße noch zügeln können. Okay. Ray Krieger, da hinten steht er schon, das ist einer der großen Rivalen, den wir eigentlich schon freigeschaltet haben. So, es geht erstmal hier, geht es hier rum? Ja, es geht hier rum. Und jetzt hier rum? Ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal, die Strecke. Nehmen jetzt einfach eine NOS. Ja, ich würde mal sagen, dafür, dass ich nicht wusste, wo es lang geht, war das eine relativ solide Leistung. Das war einfach nur rumgegurkt und gleich auf den ersten Platz geguckt. Aber die Strecke hatten wir schon mal. Die kommt mir relativ bekannt vor. Okay, also es ist eigentlich mal wieder nur nach rechts fahren. Kriegen wir hin, aber da ist locker eigentlich die 4000 drin. Ich bin am Anfang ein bisschen sehr vorsichtig gefahren, da ist natürlich nochmal sehr viel mehr Schwung drin. So, aber das hier am Anfang war ganz gut. Wenn man richtig weit ausfährt, kriegt man die Kurve schon ganz gut. Ja, gut. Ja, sagt er auch so, war ganz gut. So, jetzt NOS und jetzt die 4000 knacken. 5000! Das war's. Okay, also 5,5. 5500 kriegen wir auch noch hin. Das war doch echt mal eine geile Leistung. Da muss ich echt sagen, bin ich selbst sehr überzeugt. Sehr erstaunt und überzeugt von mir selbst. So, 5500. So, Natascha, hör auf mit Tanzen. Du stiehlst mir die Show, das geht nicht. Es gibt gewisse Grenzen. Die Fans müssen immer noch für mich jubeln, auch wenn es nicht viele sind hier. So. Komm, weiter rum, weiter rum, weiter rum. Perfekt, perfekt. Sehr schön. Und jetzt die Nase in die andere Richtung. Und jetzt NOS. Yes! 5,7. Die 6 wäre sogar noch drin gewesen. Am Anfang hätte ich noch ein bisschen früher einlenken können. Dann hätten wir da locker 6.000 rausgekriegt. Aber ganz ehrlich, 5.778. Ich glaube, das ist für uns ein neuer Rekord. Kein Schaden, gibt auch nochmal ein bisschen Punkte. Und 3.000 Dollar gehen hier auf unser Konto. So gehört sich das aber auch. Für so eine Leistung ist es eigentlich sogar ein bisschen wenig. Ja, oder? Ein bisschen wenig. Wisst ihr was? Ich habe gehört, dass Nitros hat sich für das nächste wichtige Rennen an So, ich würde mal sagen, es lief gerade so gut. Ich glaube, hier war da sogar noch ein Driftrennen mit drinne. Ich würde mal sagen, das nehmen wir gleich. Yes! Und wir haben Streckenrekord gebrochen. Das könnte sogar sein, dass wir den nächsten herausfordern dürfen. So, ab ins nächste Driftrennen. Denn ich bin gerade gut drin. Und ganz ehrlich, das Upgrade das letzte Mal für unseren 240 SX, das war gut. Es fährt sich echt nochmal geiler. Der hat jetzt in der Kurve nochmal richtig Leistung für einen Burnout. Okay, der Porsche hat vielleicht ein bisschen mehr Leistung, aber der kann ja gar nicht driften. Der kann das gar nicht, der ist einfach nur gerade ausgefahren. Der ist bestimmt übers Ziel hinausgebrettert. Okay. So. Okay, sieht ein bisschen komplizierter aus erstmal. Versuch gleich mal am Anfang ein bisschen zu driften. Viel dazu, schlecht gedriftet. Ich bin noch gar nicht gedriftet. Oh. Okay, aber ich sag mal, dafür habe ich trotzdem schon relativ viele Punkte, oder? Ich bin der Meinung, das ist eigentlich ganz gut, oder? Dafür, dass ich überhaupt nicht wusste, wann man hier trifft. Okay, man kann relativ gerade durchbrettern und dann am Ende gibt es eine richtig fette Kurve. Und wenn ich die auch gut nehmen würde, dann hätte ich da wahrscheinlich. Dann ist die 5000er Grenze eigentlich hier auch knackbar. Okay, wir probieren es mal. So, hier am Anfang wäre es mir eigentlich auch schon lieb, wenn man hier in irgendeiner Form mal so ein paar Pünktchen noch kriegen würde. So, ein bisschen hin und her gedotze. Und jetzt nicht zu schnell. Und Feuer. Ah, nee, wieder viel, viel zu schnell. Viel zu schnell, schade. Ja, da kriegen wir nochmal einen Bonus fürs NOS, aber das war nicht so gut.
Das war gar nichts, war das, ne? Ja, es war überhaupt nicht. Es war nicht gut, es war nicht gut, es war. Es war gar nichts. Es war nicht. Nichts. Es war einfach nichts. Wir halten fest, es war nichts. So. So, okay. Finale Runde, dass wir Erste sind, das ist eigentlich schon besiegelt. Aber wir wollen vielleicht nochmal die 4000 knacken. Wie habe ich denn das eben gemacht? Ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe. Das ist auch mal ganz schlimm, wenn man gar nicht weiß, wie man es gemacht hat. So, jetzt langsam und jetzt rum. Ich habe das Gefühl, das war es das Geilste, was ich überhaupt gemacht habe. Aber dafür war es es auch. War es es auch. Es war absolut das Geilste, was ich je gemacht habe hier. Richtig genial. Totalschaden. Wie kann man... Na gut, doch. Ich gebe zu, ganz am Anfang, da war auch so eine abschüssige Schanze. Da kann man sich durchaus mal überschlagen. Also von daher... Aber dass man wirklich 3 Versuche in Sand setzt... Das verstehe ich nicht. Wie geht denn das bitte? Wie kann man denn 3-mal seinen Wagen schrotten? Ach so, bei Driftrennen ist es ja, glaube ich, so, wenn man einmal geschrottet hat, dann ist alles hinüber und wir haben wieder den Streckenrekord gebrochen. Und damit haben wir schon gewonnen. Damit haben wir schon gewonnen, aber das reicht uns natürlich nicht. Wir wollen 5000 Dollar auf die Hand. Wir setzen hier weiter fort, denn wir wollen natürlich dominieren. Und vielleicht kriegen wir das schon hin. Jetzt im nächsten Rennen mit unserem Skyline. Ich weiß, Zeitrennen wäre theoretisch einfacher gewesen und vor allem, kriegt man da nicht so viel Schaden ab, aber ich möchte mich ein bisschen battlen mit den Jungs hier und vor allem Grip-Rennen klasse ist doch immer ganz geil, weil wir höchstwahrscheinlich schon in der B-Klasse sind und da hat man auch immer noch das kleine Ziel, dass man die A-Klasse überholt. So, wir sind in der Gruppe B sicherlich, genau. Und die anderen, die haben wesentlich mehr PS als wir. Und daher wird das ein bisschen frickelig, aber das kriegen wir hin. So. Lass mich raten. Oh, wir starten als Zweiter. Das ist ja mal was. Let's go. Dafür, dass die immer... Ich verstehe das nicht. Wo geht's denn hier lang? Alter, die Strecke ist ja geil. Gleich erstmal hier hinten davor. Doink. So, ihr dürft mich überholen. Nicht mich anfahren. Ihr dürft mich überholen. So, okay. Also, wir halten fest, am Anfang vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Bisschen. Ein Müh. Alter, die haben PS wie sonst was, aber ganz ehrlich, im Anfahren bin ich halt einfach ein bisschen geiler, ne? Im Anfahren und im Drüberfahren. So, jetzt sind wir wieder drin. Ich glaube sogar, wenn wir dieses Rennen hier gewinnen, haben wir schon dominiert. Meine Güte. Ist jetzt aber wirklich ein bisschen schwierig hier mit diesen PS-Monstern überhaupt noch auf der Strecke zu bleiben. Ja, habe ich schon gehört, dass du mich überholen willst. Ah, komm. Fahr doch einfach vorbei. So, wir haben 2 Runden. Ich habe 2-mal NOS, das heißt... Ich muss da mal kurz gucken, wie es auf der Zielgeraden aussieht. Hier kürze ich mal ab. Ja. Na los, weiter rum. Ich habe nicht einmal was anderes gedrückt, nur weiter rum. So, ja. Auf jeden Fall können wir auf der Zielgeraden nochmal NOS geben. So, und da sind wir auch schon. An der Gruppe A dran. Ich weiß, es ist gerade richtig räudig, was ich mache. Aber in irgendeiner Form reicht es aus. Boah, sag mal, haben die mir nochmal Butter auf die Reifen geschmiert? Ich habe überhaupt keinen Grip. Na gut, der leichte Schaden, der ist drin. Von daher können wir jetzt auch ein bisschen rempeln. So. Komm. Und Feuer. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir führen das Feld hier eigentlich ganz gut an. Und auf die Eisen. Und die Handbremse ist echt hier gar nicht so verkehrt. Also so verkehrt. Man könnte das wahrscheinlich auch in irgendeiner Form normal mit Bremsen hinkriegen, wenn ich es hinkriegen würde. Meine derzeitige Taktik ist eher so durchbrettern, Handbremse ziehen und irgendwie versuchen wieder auf die Strecke zu kommen. Also nicht die optimale Variante, das gebe ich zu. So Jungs da vorne, jetzt macht mal bitte eine kleine Lücke für mich. Wir wollen einfach noch in eurer Riege auch mit dominieren. Hier. Aber was mache ich hier gerade bitte? Es ist ganz einfach. Vor der Kurve bremsen, nicht in der Kurve bremsen. Das hat noch nie was gebracht. Oh Gott. So, jetzt vor der Kurve bremsen. Und Alter, das hat mich beinahe auf den Kopf gedreht hier. So, okay. Jetzt haben wir. Komm her. Lassen Sie mich vorbei. Zack und Feuer. Ja, die Handbremse ist mein Freund hier. Ganz ehrlich. Da könnt ihr nochmal einen Driftwettbewerb draus machen. Da kriege ich auch nochmal Punkte.
So, hier konnte ich eigentlich ganz gut abkürzen. Das muss man sich einfach merken, ganz ehrlich, für das Spiel. Die Abkürzung, wenn es das Spiel hergibt, ist natürlich, dann ist es meinem Gehirn wieder abgespeichert, kürzt viel ab. Und als nächstes habe ich mir schon überlegt, würde ich eventuell Need for Speed Shift 2 spielen und da wird es ja dann wieder bestraft. Von daher sollte ich vielleicht nicht so viel abkürzen, aber ach, scheiß drauf. Need for Speed Pro Street ist nur einmal im Jahr. Feuer! So, nicht gerade schön, aber selten, ne? So, erster Platz. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, die fahren gerade richtig schlecht. Aber dadurch, dass wir auch so ziemlich alle Events hier abklappern, haben wir so viel Geld und kriegen die besten Wagen. Deswegen vermute ich mal, liegt es daran. Ansonsten ist das Spiel wahrscheinlich schwer. Höchstwahrscheinlich. So, dominiert. Es gibt nochmal ein bisschen Geld und wir kriegen nochmal Geld. Geld, Geld, Geld. Renntag verlassen. Jetzt wollen wir raus hier und wir bezahlen unseren Skyline mit Geld. Die 700 Euro, Dollar. Die Hammer. Die Hammer und die nutzen wir. So, erstmal ein Stückchen Tee nachgießen. Und dann haben wir sogar dieses Event schon abgeschlossen. Das ging relativ schnell. Dann würde ich mal sagen, gucken wir gleich mal nach dem nächsten Event, oder? So, zack, zack, zack. Okay, wo sind wir denn? Ey, das haben die so schlecht gemacht. Ja, machen wir erstmal das hier links. Klappen wir erstmal das hier links ab mit unserem Skyline, mit unserem GT500 und mit unserem 240SX. Ja, ich mache jetzt nicht mehr alle Rennen, denn... Nicht mehr alle Rennen, denn... Wir müssen nicht mehr so viel dominieren. Und das kostet mich ehrlich gesagt auch einfach nur Geld, wenn ich immer gegen die Deppen gewinne. Weil ich dann Schäden kriege. Weil die mir mit Absicht reinfahren. Die können das nicht fahren. So. So ist es. Jetzt ist es raus. Das ist nicht großkotzig, was ich mache. Das ist die Wahrheit. Dass ich wieder verliere. Was machen die Typen da hinten, da links? Was machen die da bitte da? An meinem Wagen. Könnten die mal bitte ein Schrittchen zurückgehen? So, wir machen als erstes natürlich erstmal Halbmeilen-Drag-Rennen. Das gibt nämlich viele Punkte. Ist relativ easy. Denn mit unserer unzügelbaren Bestie, mit dem GT500. Oh. Da wird jetzt das Ding erstmal schön auf die Hinterachse gestellt. Und die anderen werden hier verblasen, ist ja klar. Da guck mal hier, was hast denn du da? Kermit, der Frosch gegen den Teufel. Das ist doch ganz ehrlich. Kermit, ich bitte dich. Nee, das ist nix. So, mach mal erstmal ein bisschen Angst. Schnupperstaub into the dust. Komm, 75, 75, perfekt. Reicht aus. So, dann wollen wir mal. Natascha und Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Und Feuer. Ja, gucken die an. Das ist gar nichts, was der macht. In 11,6. Ich glaube, das hat man schon unter 10 hingekriegt, oder? Reicht aber vollkommen auf. Ich gebe zu, es war nicht optimal. Ich habe echt scheiße geschaltet. Aber es hat vollkommen ausgereicht, um die Dödel hier nochmal zu verblasen. So, auf die zweite Runde. Also ich bin der Meinung, wir hätten das echt schon mal unter 10 gekriegt. So. Alter, er mit seinem Evo. Das Auto werde ich übrigens, den Evo, da werde ich bei Need for Speed Underground höchstwahrscheinlich dann auch wieder fahren. Zumindest am Anfang. Aber ich glaube, von der Leistung her ist der jetzt nicht mehr ganz so angebracht. So. Na, Natascha, da hast du aber ganz langsam deine Arme nach unten gesenkt. Das war ein bisschen sehr langsam. Ich bin der Meinung, dass Natascha hier rausgeworfen werden wird und wir kriegen eine ordnungsgemäße Ampel. Ich bin ja immer für Ampelsysteme. Ich war letztens im Urlaub und da war ein Ampelsystem. Da standen richtig die Sekunden dabei, wann es grün wird. Finde ich absolut genial. Oder wann es rot wird. Da kann man einfach nochmal entscheiden, ne? Trete ich jetzt drauf, um drüber zu kommen, oder renne ich jetzt los, um als Fußgänger noch drüber zu kommen? Das ist einfach sinnvoll. Nicht wie in Deutschland. Auf einmal. Pff. So. Ja, das wird's. Das wird's. Das wird's, Leute. Das wird's definitiv. Ah, ärgerlich. Ich hätte gedacht, unter 10. Unter 10 wurde es dann aber nicht, aber ich glaube ganz ehrlich, das Ding, das haben wir gerockt. Und wie? Sehr schön. Kein Schaden. Das gibt wieder 3.600 Euro für so ein bisschen. Also, muss man auch sagen, war teuer, ne? Das Tanken war teuer. Wird echt immer teurer. Furchtbar.
letztens an der Raststätte mal gehalten. Für 1,60 € der Liter Benzin. Geht's noch? Ich meine, jetzt im Moment nicht mehr ganz so teuer, aber gut, es war auf der Autobahn, das gebe ich zu. Aber dennoch, das ist doch unnormal, das ist doch echt unnormal. So, erstmal hier wieder die schönen Driftrennen. Ich habe mich eingedriftet und den ersten Kontrahenten, den wir dann aus dem Spiel herauswerfen werden, ist, glaube ich, auch der Driftkönig. King Ray? Ray irgendwas? Wie ist er nicht so? Oh, Kermit der Frosch, ey, er liebt auch sein Auto, oder? Da macht er nochmal extra die Schlappen hier drauf. Die Driftschlappen und versucht dann mit demselben Wagen, den wir eben schon verblasen haben, hier uns irgendwie nackig zu machen, aber das ist natürlich Blödsinn. Okay, links, rechts, es ist immer schön. Ein fleißiges Hin- und Her gefahren. So, jetzt werde ich mal NOS nutzen. Oh, das wird gut. Und nochmal rum. Jawohl. Ganz ehrlich, mit 5100 Punkten, ich glaube, ganz ehrlich. Ich liebe auch die Karre. Wir haben ja, weiß ich gar nicht, letzten Part oder vorletzten Part die Viper geschenkt bekommen, ne? Oder die habe ich ausgewählt, weil wir mit der gedriftet sind. Ich fand die irgendwie, naja, okay, ganz ehrlich, nie im Leben. Ich werde die Karre ja nochmal ein bisschen upgraden. Aber ansonsten ist es die Karre, glaube ich, ganz ehrlich. Das ist einfach die Drift-Karre Nummer 1. Die ist total leicht. Die bricht total geil aus. So, jetzt nochmal mehr. Jetzt wollen wir nochmal mehr. Ah, shit. Ah, shit. Okay. Aber es hat gereicht, um meinen eigenen Rekord nochmal ein bisschen zu pushen. In die Pushen. Aber gegen Ende hätte ich einfach... Ah, ich will halt nicht gegen die Wand fahren, ne? Deswegen ziehe ich nochmal rechts rum. Das Problem ist an dem rechts rumziehen, dass ich keine Punkte kriege. Deswegen müsste ich eigentlich die letzte Kurve nochmal ein bisschen weiter nach außen. Nochmal ein bisschen weiter nach außen fahren, weil die 5500, die ist eigentlich knackbar. Die ist echt drin. Das ist nicht so schwer. So, erstmal ein bisschen nach außen hier. Schwung drauf kriegen. Okay, so jetzt richtig nach außen und jetzt nochmal Feuer. Ah, hat aber, naja, oh Gott, was mache ich hier gerade? Ja, es hat aber geklappt, ne? Es hat in irgendeiner Form geklappt. Komm, krieg hier noch einen Punkt, krieg keinen Punkt mehr, da kann ich vor der Ziellinie nochmal hinher, krieg keinen Punkt mehr. Sagt sich der Punkterichter, nee, komm, das kannst du sein lassen. Aber ansonsten, jetzt habe ich eben voll links rumgezogen. Ja, es war natürlich der Schaden mit drin jetzt und danach habe ich auch keine Punkte mehr bekommen, aber insgesamt habe ich dann doch ein paar Punkte mehr bekommen. War es das wert? Leute, wir haben heute hohen Besuch. Und wir haben schon gewonnen. So schnell geht das hier. So, Natascha hat sich auch wieder auf unsere Seite geschlagen und wir kriegen einen Reifen-Upgrade, Stufe 4 für unseren GT. So. Das haben wir. Aber das ist auch nicht. Nee. Machen wir gleich nochmal ein Driftrennen. Machen wir gleich nochmal ein Driftrennen mit unserer kaputten Karre. Ganz ehrlich, warum soll ich die reparieren lassen? Gleich wieder auf die Strecke. Auf die Piste. Ist der Pistenfrosch eigentlich auch hier? Der Grüne? Nicht der, aber ein anderer. Der hat aber eine geile Lackierung. Das sah richtig geil aus. Kann ich eigentlich die Felgen auch so Camouflage-Look? Färben lassen. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Oh, eine riesen fette Linkskurve. Das wird's, Leute. Das wird's. So, gleich erstmal ein bisschen Punkte machen. Und jetzt geht's los. Ja, es war echt schlecht, ne? Ich weiß, aber... Nee. Nee. Naja. Alter, da hatte ich irgendwie versucht, diese Riesenkurve in einem zu nehmen und das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Das war gar nichts. Aber sie wirkt so einfach. Ey, wo ist Natascha? Die ist einfach von uns gegangen.
von uns gegangen. Jetzt gesagt, oh Gott, diese Blamage hier. Er ist der beste Fahrer, der Besten der Besten. Und dann sowas. So, gleich am Anfang erstmal. Perfekt. So, jetzt müssen wir mal langsam irgendwie was machen hier, ne? Das ist... Gott, ist die Scheiße, die Strecke. Oh Gott, was war das? Was mache ich hier? Kann mir bitte irgendwer verraten, was ich hier gerade mache? Okay, am Anfang ist das kleine bisschen rumgedriftet, das lasse ich jetzt weg. Das bringt gar nichts. Das bringt echt überhaupt nichts. Ich muss, weiß auch nicht. Also hier am Anfang, das ist echt blödsinnig. So ein bisschen kann ich das machen. So. So, und jetzt schön von außen rein in die Bude. Nein! Ey, Leute, was macht er denn? Habe ich hier einmal in eine andere Richtung gedrückt? Ich habe nur nach links gedrückt. Also, ne, Natascha, ich komme jetzt wieder zurück. Das sage ich dir aber, wenn die Karre hier macht, was sie will. Also, was ist denn hier los? Ich drücke nach links und die Karre driftet nach rechts. Standard. Jetzt ist mir einiges klar. Na, jetzt zählt er es wieder her. Jetzt driftet die wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ganz ehrlich, Leute, ich probiere das jetzt nochmal. Das geht gar nicht. Also mindestens einen dritten Platz will ich ja schon machen. Mann, das kann nicht sein. Warum bin ich denn so schlecht? Geld bin nur nicht reparieren. Ich möchte einfach mit der Karre wieder antreten. Ganz einfach. Easy, locker, flockig. Okay. Wie mache ich das? Kann ich dem da vorne nicht mal zugucken, wie der das macht? Ich würde am liebsten mal ein bisschen was abgucken, wie damals in der Schule. Ich kam so gut durchs Leben mit abgucken. Jetzt auf einmal darf ich nicht. So, okay, ich fahre jetzt mal innen lang. Das war scheiße, da immer der kleine Drift. So, hier ist die Driftlinie und jetzt driften sie alle. Dann mache ich das auch mal. Ich krieg halt so wenig Punkte. Ich habe keine Ahnung, ich fand den Drift jetzt gar nicht so schlecht, aber ich weiß echt nicht, wieso ich so wenig Punkte kriege. Die Frage ist natürlich auch, kriege ich Punkte auf dem roten Bereich? Da gibt es ja noch den roten Bereich, vielleicht ist das gar nicht, vielleicht signalisiert mir das Rote nicht, Achtung, hier gibt es keine Punkte, sondern Achtung, hier gibt es extrem viele Punkte. Ey, wir müssen einmal die 2500 knacken, mehr müssen wir ja nicht machen. Na gut. Ja, man darf hier draußen langfahren. Gut. Sehr gut. Okay, man darf da draußen langfahren. Das eröffnet natürlich komplette neue Möglichkeiten. Und vor allem eröffnet uns das jetzt erstmal den ersten Platz. Alleine das Ausprobieren. Da brauche ich erstmal einen kleinen Beruhigungstee. Sehr schön. Also die 3000, die ist hier locker klacken. Knacken. Was wollte ich sagen? Knackbar, das wollte ich sagen. So, also direkt am Anfang. Da kann ich natürlich am Anfang den Drift doch machen. Da habe ich da die ultimative Idee. Wenn ich nämlich jetzt hier... Kann ich mit schön mit Schmackes auf das Rote. Na rum. Ja, war schlecht, gebe ich zu. Meine Güte. Oh, Karre. Was willst du denn? Jetzt fahr doch mal wieder. Naja, hoffentlich reicht's noch für den ersten Platz. Naja, gut. Nee, gut war es nicht. Ganz im Gegenteil. Es hat gereicht. Es hat gereicht. Manchmal muss man, das ist wie mit der Prüfung. Du lernst halt mehr so, nee. Und dann kommst du gerade so durch und alle sagen, Alter, wie bist du durchgekommen? Ich habe mich gar nicht angemeldet zur Prüfung. Tja, Pech gehabt, ne? Wir sind halt durchgekommen.
Man weiß nicht wie, man weiß nicht warum, man hat keine Ahnung, aber irgendwie ist man durchgekommen. So Leute, aber für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Wir sind hier auf Chicago Airfield und wir rocken gerade das Ding so ein bisschen. Wir haben es eigentlich schon gewonnen. Wir wollen es aber noch dominieren. Von daher, Natascha ist noch da drüben auf dem anderen Wagen. Das finde ich eigentlich nicht okay. Finde ich echt nicht gut. Aber beim nächsten Mal machen wir hier weiter mit Grip-Rennen auf Chicago Airfield. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.